Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, was bedeutet Kind sein? Kind sein bedeutet, miteinander zu spielen, gemeinsam rumzutoben, sich auszuprobieren. Kind sein bedeutet, jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Es heißt, lernen, mit Konflikten umzugehen und erste Freundschaften zu knüpfen. Und auch wenn viele unserer Kinder nicht ganz verstehen können, wieso, unsere Kinder mussten in den letzten Wochen ihr Kindsein zum großen Teil opfern. Aber Kinder brauchen das soziale Miteinander. Sie brauchen Freundschaften, um es kurz zu sagen, Kinder brauchen Kinder. Seit Wochen sind nun die Kitas geschlossen. Das, was anfangs notwendig war, um auf die Pandemie zu reagieren, ist heute eine Zumutung für unsere Familien. In Anbetracht dessen, was Eltern, vor allem aber unsere Kinder, in den letzten Wochen geleistet haben, leisten mussten, in Anbetracht dessen kann ich nur sagen, Hut ab, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen hatte der liberale Familienminister aus Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, recht, als er bereits frühzeitig mit seiner Hamburger Amtskollegin eine Öffnungsperspektive für Kitas gefordert hat. Denn in Kitas werden Bildungs- und Entwicklungschancen verwirklicht. Darauf haben unsere Kinder ein Recht. Das ist kein Nice-to-have, denn hier geht es um nichts Geringeres als Bildungsgerechtigkeit. Umso mehr ist mir absolut unverständlich, warum ein schon vor einer Woche weitestgehend abgestimmter Fahrplan der Bundesländer von der Tagesordnung des Kanzlergipfels genommen wurde, und zwar ohne irgendeine hinreichende Begründung. Ich bin froh, dass die schrittweise Öffnung von Kitas wie von Nordrhein-Westfalen maßgeblich angestoßen inzwischen keine Frage mehr des Ob, sondern des Wie und Wann ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Corona-Maßnahmen bedeuten für viele Eltern Mehrfachbelastung. Homeoffice, finanzielle Einbußung und zugleich Kinderbetreuung. Bei allen positiven Entwicklungen werden diese Mehrfachbelastung viele Eltern noch viele Monate begleiten. Der Regelbetrieb für Kitas ist in Niedersachsen beispielsweise erst frühestens für den 1.8. vorgesehen. Nun stellen sich viele Familien berechtigterweise die Frage, wie es bis dahin eigentlich weitergehen soll. Und unsere Antwort als Freie Demokraten ist da klar. Bis dahin müssen Eltern dringend Unterstützung bekommen. Und deshalb fordern wir in unserem Antrag auch eine unbürokratische Corona-Elternzeit mit einem Rechtsanspruch auf Arbeitszeitreduzierung und entsprechenden Kündigungsschutz. Das entlastet Eltern und gibt ihnen Planungssicherheit. Und das, was Eltern entlastet, kommt schlussendlich auch unseren Kindern zugute. Zuletzt dürfen wir auch die Kita-Träger und Kommunen nicht vergessen. Wir müssen eine Insolvenzwelle im Bildungswesen verhindern. Deswegen fordern wir als Freie Demokraten, dass Bund und Länder hier zu einer Einigung kommen und den Trägern und Kommunen die tatsächlichen Einnahmeausfälle erstatten. Dies ist meiner Kollegin Britta Dassler und mir in vielen Gesprächen vor Ort in den Einrichtungen mit auf den Weg gegeben worden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass hier etwas geschehen muss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, stimmen Sie unserem Antrag zu. Unterstützen Sie Eltern und unsere Kinder konsequent durch Chancensicherheit in dieser Krise. Herzlichen Dank. So, vielen Dank. Wir setzen die Aussprache fort mit dem Redner der CDU-CSU.